abbrechen. Nur wenn es sein muss. Ansonsten reicht. Nur ein Schuss. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und heute haben wir wieder was richtig Fettes für euch vorbereitet. Gestern habe ich euch die Folge gezeigt, wo ich die 1000 normalen Raids geschafft habe. Endlich die Champion-Medaille bekommen. Die legendären waren ja schon lange voll. Bei 2400 bin ich da ungefähr von 1000. Und bei den Champion, bei den normalen Raids, wusste ich die ganze Zeit nicht, was ich machen soll. Jetzt habe ich mich vermehrt natürlich auf Click-Raids spezialisiert, habe da ein paar gemacht. Ihr wisst, da gibt es ja auch das Click als Shiny aus den Raids oder auch aus 10-Kilometer-Eiern. Habe schon diverse Click-Raids gemacht, noch kein Glück gehabt und bräuchte natürlich wieder 3 Shinies für die ganze Familie. Ich sammle da ja auch immer alles. Jetzt ist aber was richtig Krasses passiert, was eben an die Folge von gestern anknüpft und auch wieder mit Click zu tun hat. Denn bei mir ist heute Max Out Monday, obwohl ja eigentlich Samstag ist, Max Out Saturday, klingt aber komisch, deswegen nennen wir das nicht so. Und ich muss ja auch nicht jedem Trend folgen. Wir haben nämlich, wenn wir nach Click suchen, was ganz Besonderes vorbereitet. Ihr seht das schon, ein Lucky Click. Jetzt drück doch mal, ich hab doch drauf gedrückt. Ein Lucky Click mit 100%, also beim Tauschen einfach ein 100%iges Click rausbekommen. Habe jetzt auch die 10 Millionen Sternstaub geknackt. 107 Bonbons habe ich da und ihr wisst ja, ich will meine Sonderbonbons eh loswerden. Das heißt, ich werde erstmal ein paar investieren, um mein 100% Lucky Click weiterzuentwickeln und vielleicht am Ende sogar noch maxen. Wenn ich genügend Bonbons habe, werde ich das auch gleich komplett hochziehen. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Ich kann kurz mal die Bewertung einblenden. Ich sehe 3 Sterne, 15 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP. Das ist richtig krass. Das wollen wir jetzt erstmal entwickeln. Aber vorher wollen wir natürlich noch ein paar Bonbons draufgeben, nämlich 124, damit wir es auch zur dritten Stufe entwickeln können. Beziehungsweise, eigentlich müsste ich es ja erst hochmaxen und dann entwickeln, wenn es gemaxt ist. Wir buttern einfach mal komplett alle Bonbons drauf und hoffen, dass das noch passt. Müsste, könnte, dürfte, sollte. Das wäre nämlich genial, wirklich das Click erst komplett hochzuziehen und dann noch zu entwickeln. Boah, 403 Bonbons hat es also jetzt. Wir werden das also nehmen und werden das jetzt ein bisschen pushen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ui, wie sich's freut. Wir machen ein paar Pushs und dann melden wir uns natürlich zurück bei den letzten Pushs. Und wenn wir es noch entwickeln, ich bin so gehypt, so gespannt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob das gut wird, ob das ein krasses Pokémon ist. Wir werden es auf jeden Fall trotzdem hochziehen, weil es eben ein 100%iges ist. Und als Lucky braucht das natürlich weniger Sternenstaub. So, ich werde jetzt schön weiter pushen und melde mich dann zurück bei den letzten paar Pushes und bei der Entwicklung. Da sind wir zurück. Ihr seht, das ist wirklich haarscharf. 2 Power-Ups fehlen noch. 5000 Staubkosten, die also statt 10.000 eben durch den Lucky-Vorteil 15 Bonbons brauchen wir noch. Und zwar einmal, kriegt auch nur noch 7 WP dazu. Und der allerletzte Push nochmal 15 Bonbons ausgegeben. Dann ist es auf dem Maximallevel mit 956 WP. 155 Bonbons noch übrig, 124 brauche ich jetzt für die Entwicklung. Das werden wir jetzt machen. Wir machen mal das kurz weg, dass ihr nochmal genau den Namen seht und alles dabei. Click, entwickeln wir mit 25 Bonbons zu Klack, dürfte das sein. Klick, Klack und dann Klick, Klack. Also, Klickidi-Klack. Richtig stupide eigentlich, aber na gut, was will man erwarten? Ihr seht, aus den 2 Zahnrädern ist jetzt ein großes und ein kleines Zahnrad geworden. Neuer Pokédex-Eintrag natürlich. Klick wird zu Klick, Klack. Oh, also doch nicht zu Klack. Klick, Klick, Klack. Wer hat das denn geschrieben hier? Hört nie auf andere Leute, die reden immer irgendwelches Zeug. Hat jetzt aber schon 1847 WP. Und Klick, weil meistens ja nicht Klick, Klack, sondern Klick, Lack. Lack? Hast du Lack jetzt offen oder was? Jetzt nochmal 100 Bonbons. Klick, Klick, Lack. Zu. Klicke die Klack. Klicke die Lack.
Wir werden es sehen. Luck steckt da auch drin. Das ist ja glücklich. Auf jeden Fall 100% und von 1800 WP zu, wird das die 3000er Marke knacken? Wir sind gespannt. Nochmal neuer Pokédex-Eintrag und maximal auf Level 40 2637. Klick die Klack. Gut, das passt jetzt wenigstens. Klick die Klack. Leider keine 3000, da hat der Ramses wohl ein bisschen zu hoch gepokert. Aber das nehmen wir natürlich mal so mit. 2637 WP, maximal auf Level 40, 100%. Und jetzt brauchen wir eh noch ein paar Bonbons, denn wenn wir das Shiny bekommen, das müssen wir auch irgendwann mal durchentwickeln und komplett, also nicht hochziehen, aber brauchen wir da auch 124 Bonbons. Habt ihr auch schon ein gutes Klick bekommen aus dem Raid, aus dem Ei geschlüpft? Habt ihr vielleicht sogar schon ein Shiny bekommen? Habt ihr schon ein Klick-die-Klack entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir gehen damit jetzt aus der Sendung raus. 2637 WP. Und natürlich Grüße an den Lasse16. Den findet man auch immer in dem Kommentarbereich. Den habe ich, glaube ich, schon mal gegrüßt. Jetzt grüßen wir ihn nochmal. Und er hat so freundlich darum gebeten. Deswegen Grüße gehen raus an Lasse16. Guter Mann. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.